Hallo Polo-Freunde! In diesem Video wollen wir mal schauen, ob wir nicht noch ein bisschen mehr Leistung aus eurem Scheinwerfer rausgekitzelt kriegen. LED-Technik hat ja überall Einzug gefunden, ob zu Hause, mittlerweile im Auto, im Motorrad immer mehr. LED-Blinker habt ihr ja schon vor Jahren verbaut. Und viele Motorräder haben ja mittlerweile serienmäßig auch schon Scheinwerfer mit LED. Und es gibt natürlich im Netz schon lange Glühlampen für vorne, für den Hauptscheinwerfer, zum Nachrüsten der LED, aber nie was Zugelassenes. Und gerade in Deutschland müssen wir darauf aufpassen, dass die Sachen auch wirklich zugelassen sind. Hier habe ich mal so eine herkömmliche H4, wie bei ganz vielen Motorrädern verbaut. Und jetzt habe ich heute mal zum Testen, ich habe sie wirklich noch nie eingebaut, die neue Philips LED-Glühlampe. Mit Zulassung für Deutschland, aber leider noch nicht für alle Motorräder. Aktuell sind wir bei 50, 60 Motorräder, die dann eine allgemeine Betriebsgenehmigung bekommen. Könnt ihr auf der Webseite bei Philips gucken, philips.de Straßenzulassung, könnt ihr auch schauen, ob euer Motorrad auch schon dabei ist. Heute wollte ich mal anschauen, weil die sagen, wir haben eine Mehrausbeute von 260% mehr Licht. Das ist natürlich schon echt ein Wort. Und mehr sehen oder besser gesehen werden im Straßenverkehr kann man auf Motorrad fahren, weiß Gott, nicht schaden. Deswegen wollte ich die hier mal einbauen. Bei dem Motorrad gibt es keine Zulassung. Ich hatte aber jetzt kein Motorrad da, wo es zugelassen ist. Aber hier haben wir eine herkömmliche H4-Glühbirne drin zum Tausch. Und das wollte ich jetzt hier mal einbauen, mal schauen und nachher mal diesen Vorher-Nachher-Effekt mal zu schauen, wie viel bringt es wirklich. Passt das überhaupt? Weil... Ich hoffe, die Kamera kann das ja mal einfangen. Also wir sprechen jetzt hier von einer normalen H4 und hier die LED. Das ist natürlich schon ein Riesenklopper hier unten. So, mal zur Erklärung, was das hier unten ist. Wenn wir von LED sprechen, viel weniger Leistungsaufnahme. Hier haben wir 60, 55 Watt. Diese hat 18 Watt. Die LED-Lampe, Glühlampe ist auch gedacht für CAN-Bus-Systeme. So, und da kommt nämlich schon ein Riesenproblem. Kann das CAN-Bus-System gegebenenfalls eine Fehlermeldung ausspucken oder sogar in ein Notlaufprogramm gehen, weil die Glühlampe vorne einen Fehler aufweist für das System, obwohl es einfach nur weniger Watt aufnimmt. Also ist hier verbaut, damit wir die gleiche Leistungsaufnahme haben wie vorher, ein Leistungswiderstand, der die Energie umwandelt in Wärme. Und die Dinger werden wirklich heiß. Das können wir uns natürlich vorstellen, das ist das hier vorne in dem Gehäuse drin von der Glühlampe oder vom Scheinwerfer. So. Und draußen, jetzt gerade haben wir keine 30 Grad, nur 15 leider. Aber egal, wenn wir schon mal draußen 30 Grad haben, könnte das natürlich sehr, sehr heiß drin werden. Und deswegen ist direkt hier ein Lüfter drin verbaut. Den lassen wir gleich auch mal kurz laufen. Und der immer dafür sorgt, dass dieser Leistungswiderstand über diesen Lüfter immer gekühlt wird und dass sie auch wirklich diese lange Lebensdauer hat. So, das zur Theorie. Ich baue mal das Ding eben um, weil ich möchte diesen Vorher-Nachher-Effekt wirklich mal haben, um zu schauen, was kann das Ding denn wirklich. Dann machen wir mal eine schnelle Nummer draus. So. Da gibt es natürlich verschiedene Modelle vom Scheinwerfereinsatz. Wie gesagt, ihr müsst erstmal schauen bei Philips auf der Seite, ob euer Motorrad eine Zulassung dafür hat. Das ist dann auch vom Reflektor, vom Scheinwerfer ein bisschen abhängig. Aktuell, glaube ich, sind wir bei 60 und es kommt natürlich immer mehr dazu, weil es halt auch erst die erste wirklich zugelassene LED-Glühlampe im Tausch ist. So, jetzt baue ich die mal aus. Wie gesagt, Standard H4. Und dann kommen wir natürlich hier mit Beam rein. Die kann man halt nicht falsch einbauen. So, passend tut es schon mal, aber ich komme mit dem Clip gerade nicht klar. Aber den kann man ja vorher mal ein bisschen rumwiddeln. Ah, dann passt es auch wieder. Sicherungsclip. So, jetzt haben wir natürlich hier diesen Wasserschutz. Der passt natürlich jetzt nicht mehr. Den kann man aber, weil es natürlich Gummi ist, problemlos ein bisschen mit einem Cuttermesser, würde ich jetzt hier, glaube ich, diesen inneren Ring rausschneiden und da drum setzen, sodass ich nach wie vor noch diesen Wasserschutz dafür habe, obwohl das in diesem Gehäuse auch nicht bei dem Motor dringend erforderlich ist. Ich lasse ihn jetzt mal weg, weil ich baue sie nachher wieder um. Aber ich möchte natürlich jetzt ganz gerne einmal auch hören, wie laut so ein Lüfter ist.
Nicht, dass ich hier immer so ein surrendes Geräusch habe. So, der Anschluss ist natürlich ganz normal, hoffentlich kriegen wir es gerade ein, das ganz normale H4. Das heißt, ich muss am Motorrad gar nichts umbasteln. Ne? Kabel dran mit einem ganz normalen H4-Aufsatz. So, und jetzt schauen wir doch mal. Der Lüfter, tatsächlich. Ich gehe mal ein bisschen näher mit dem Mikro ran. Ja, ist ein Lüfter. Ne? Aber jetzt nichts wirklich Schlimmes, oder dass ich so sage, oh, ich habe so ein vibrierendes Motorrad. Okay, das funktioniert schon mal einwandfrei. Ich setze das jetzt mal hier zusammen. Da muss man natürlich so ein bisschen drauf aufpassen, sodass man nicht irgendwelche Kabel in diesen Lüfter reindrückt, weil ansonsten hat er natürlich nicht mehr diesen gewünschten Effekt. Das muss natürlich dann immer noch alles ein bisschen passen. So, also Umbau, kein Hexenwerk. Natürlich muss man ein bisschen, wie gesagt, mit den Kabeln gucken, sodass das Lüfterrad sich auch immer sauber, frei bewegen kann. Aber das ist ja, wie gesagt, kein Problem. Und dann würde ich sagen, wir testen das jetzt wirklich einmal. Ich halte es jetzt einmal so kurz in die Kamera und dann machen wir gleich mal von hinten schön im dunklen Raum, um mal zu gucken, was hier passiert. Also, wir haben hier Weißlicht, wie man sieht, ich mache es mal aus, dass er nicht geblendet werde. Weißlicht mit 5800 Kelvin, das ist schon sehr hell. Und was natürlich bei LED, das wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile, eine höhere Lebenserwartung. Man spricht so bei einer normalen H4-Glühlampe, sprechen sowieso von 500 Stunden über den Dreh. Und bei LED, Philips sagt 6000 Stunden. Also schon das Sechsfache, das ist natürlich schon, 3000 Stunden, entschuldigt. So, rechnen kann ich auch nicht mehr. 3000 Stunden, dann kommen wir auf Sechsfache. So, das ist natürlich schon auch ein Wort. Natürlich kriegt man die jetzt nicht für einen Zehner. Die kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Aber wenn es einem wert ist, dass man auch vernünftig gesehen wird und ein besseres Licht hat, und das werden wir uns gleich mal angucken, wie breit das jetzt noch streut oder wie viel heller das ist. Und dann ist man vielleicht auch gewillt, ein paar Euros mehr auszugeben. Ich bin gespannt. Wir machen jetzt mal Vorher-Nachher-Effekt. So, also ich bin begeistert. Die Ausbeute ist wirklich groß, es ist wirklich ein gutes Stück heller. Ob das jetzt 260% sind, kann man natürlich nicht messen. Es ist definitiv heller. Ich finde es richtig gut. Hoffe, dass natürlich ganz viele Motorräder jetzt noch dazukommen, die diese Zulassung bekommen, damit auch euer Motorrad mit dabei ist. Wenn ich euer Interesse geweckt habe und ihr mal schauen wollt, guckt entweder bei uns auf der Website oder direkt bei philips.de unter Straßenzulassung EDD Motorrad. Und da könnt ihr schauen, ob euer Motorrad dabei ist. Und freue mich auf Kommentare. Vielleicht hat sich schon einer eingebaut. Schreibt es unten rein. Das Thema LED wird immer mehr. Ich finde es ein spannendes Thema und die finde ich richtig gut. Wir sehen uns im nächsten Video.